Wir sind mehr Vasella gewesen. Ihr habt vielleicht gesehen, ich kann nicht ganz alleine. Ich glaube, jeder andere Bürger, die andere Bürgerin wäre froh. Er wäre auch so bewacht. Er wäre auch in so einem Sicherheitsgefühl drin. Aber auch hier sieht man, staatliche Leistungen, die sind besser für Leute, die eben viel Geld haben. Und ich glaube, das ist mal der erste Eindruck. Wir haben selbstverständlich all eure blauen Briefe übergeben. Ich glaube, der Vasella hat noch nie so viele blaue Briefe bekommen. Er hat sie nur verschickt. Er hat sie erst verschickt und das aber in einer viel höheren Kadenz und einer viel höheren Anzahl. Der Herr Vasella, wir haben mit ihm selbstverständlich die Themen angesprochen. Als allererstes selbstverständlich 2000 Entlassungen. 2000 Familien, die jetzt unter diesen Entlassungen leiden. Und was seine Antwort auf das ist, ist, wir müssen da kompetitiv bleiben. Und es ist ein Lächeln auf das Volk. Und das zeigt aus meiner Sicht ganz genau, was eben so ein Mensch noch an Mitgefühl aufbringt. Nämlich eigentlich nichts. 2000 Entlassungen werden mit einem Lächeln quittiert. Wir haben ihn auch die Frage gestellt, ob er, wenn sein Lohn 12-mal mehr wäre, wie der tiefste Lohn in seiner Firma, weiterhin würde da arbeiten. Er ist nicht gross darauf eingegangen, sondern gefunden, ja, wüsste ich denn nicht, ob er überhaupt noch da würde arbeiten. Wir haben ihn dann auch gefragt, warum er sich antut, täglich von Risch auf Basel zu pendeln, ob das mit Steueroptimierung zu tun hat. Er hat nebenfalls wiederum mit einem eisernen Lächeln geantwortet. Sie können das schon so nennen, ja, es ist so. Wir hatten wirklich sehr den Eindruck, es kümmert ihn eigentlich nicht. Das Einzige, was zählt, ist, dass er noch etwas mehr Millionen kann in den nächsten Jahren scheffeln kann. Und dass da deswegen 2000 Menschen auf der Straße stehen, ist ihm nicht sehr wichtig gewesen. Und vielleicht ganz am Schluss, wo wir gefragt haben, ja, hat man nicht auch können beim Management Geld sparen und die Stellen dann nicht abbauen? Seine Antwort war, ja.